Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Video der Schranksystem-Trilogie. Heute geht es um den Unterbau des Systems, wie ihr hier seht. Die Menge der Europaletten hängt von eurer Raumgröße ab. Da unsere Wand 4,40 Meter lang ist und wir die gesamte Fläche nutzen möchten, haben wir insgesamt ca. 4 Europaletten verarbeitet. Wir beginnen damit, die Paletten der Länge nach in zwei gleich große Teile mit einer Stichsäge zu sägen. Die Rückseite befreit ihr von dem unteren Gestell und den übrig gebliebenen Nägeln. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut euch am besten unser Video zu dem Europalettensofa an. Da zeigen wir euch eine Methode, wie ihr das Gestell von der übrigen Palette löst. Wie immer schleift ihr im nächsten Schritt alle Oberflächen und Kanten sauber und glatt. Was nicht passt, wird passend gemacht, lautet hier das Motto. Hier seht ihr eine kleine Ecke, die passgenau der Wandlänge angeglichen wird. Kommen wir nun zu dem Bein des Unterbaus. Hierfür verwenden wir Reststücke aus einem anderen Projekt. Bei unserer Wandlänge benötigen wir einschließlich des Gestells auf dem Unterbau 14 Beine, die jeweils eine Höhe von 40 cm haben. Diese messe ich kurz aus und schneide sie mir im Anschluss mit der Säge zurecht. Nachdem wir alle 14 Holzstücke haben, können auch hier alle Seiten glatt geschliffen und von Nägeln befreit werden. Und so sehen die Oberflächen aus, nachdem sie abgeschliffen wurden. Wem dieser Altholz-Look nicht gefällt, kann das Gerüst natürlich ganz nach seinem Geschmack farblich verändern. Im nächsten Schritt kommen mal wieder Nägel und Hammer zum Einsatz. Wie ich schon im letzten Video meinte, könnt ihr selbstverständlich auch Holzschrauben verwenden. In meinen Augen perfektionieren Nägel den gesamten Look und lassen ihn noch rougher wirken. Hierfür setze ich das obere Brett mittig des Beines an und fixiere es mit Nägeln. Damit die Beine sich auf einer Linie komplett gegenüberstehen, verwende ich einen Winkel. Ja, und so sieht das Gestell aus, nachdem es komplett vernagelt wurde. Mit dem Obergestell verhält es sich im Prinzip genauso, außer dass es statt einer Tiefe von 40 cm eine Tiefe von 30 cm hat. Weiter geht es mit den Schubladen. Hierfür haben wir uns Sperrholzplatten im Baumarkt zurechtsägen lassen. Diese werden, dreimal dürft ihr raten, richtig, ebenfalls mit kleinen Nägeln vernagelt. Hierbei verbinde ich zuerst die Seitenwände mit dem Boden und befestige im Anschluss Vorder- und Rückwand. Ob ihr eure Schublade verschraubt, verleimt, unterhalb noch Rollen anbringt, um den Boden zu schonen oder sie farblich verändern möchtet, ist ganz allein euch überlassen. Im letzten Schritt bekommen die Schubladen passend zu den Hosenaufhängern einen hellen Anstrich mit einer schnell deckenden Kreideemulsion. Nach der Trockenphase erhalten sie ebenfalls den passenden Griff. Und fertig ist das zweite Endergebnis des Schranksystems. Wie immer verlinken wir euch die verwendeten Materialien in der Infobox. Bilder zu dem gesamten Endergebnis findet ihr auf unserer Website www.sarisgarage.de. Zeigt uns mit einem Daumen nach oben oder nach unten, ob euch das Video gefallen hat oder hinterlasst uns bei Fragen gerne einen Kommentar. Und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video. I just wanna change.